Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Ich wollte heute etwas mit Bulgur kochen, ja? Da habe ich mir ein Rezept rausgesucht und zwar ist das eine Bulgursuppe. Und ich denke, das wollte ich mit euch zusammen machen. Ja, dann fangen wir mal an. Und zwar brauchen wir eine Zwiebel halbiert. Wir brauchen... Ich will das mal alles so ein bisschen vorbereiten. Und zwar... Curry in so Stücken geschnitten. Dann einmal die Paprikaschoten auch in Würfel schneiden. Gelbe Paprikaschoten habe ich gerade schon in Würfel geschnitten. Ich nehme noch etwas Sellerie dazu. Und zwar nur so ein Stückchen. Das schneide ich weg. So, die Zwiebel ist drin. Der Knoblauch ist drin. Ich mache jetzt hier eine Karotte mit rein. Zurück. Und das geht für 5 Sekunden auf Stufe 5. So. So sieht das aus. Wir schieben das jetzt einmal runter. Jetzt, hier. Immer das Gleiche. Ich suche immer hier meinen Schatz. So sieht das aus. Und jetzt tue ich noch ein bisschen von dem Schinken mit rein, gewürfelten Kantenschinken, obwohl das ist einfach nur so, genau, das ist der Kantenschinken. Der ist aber mit ein bisschen Fett, ja? Ich mache mal die Hälfte rein. Und 20 Gramm Olivenöl. Ja, jetzt sehe ich gerade, habe ich den Sellerie vergessen reinzumachen, aber den schneide ich eben noch mal klein, den mache ich mit rein. So. Schließen einmal den Deckel und das geht für 3 Minuten. 120 Grad auf Stufe 1. So, weiter geht's. Zeige ich euch das einmal. So, und jetzt machen wir einmal hier von unserer Gemüsebrühe. Entweder nehmt ihr eure selbstgemachte oder ein Würfel oder eben diese Gemüsebrühe, wie ich das jetzt hier mache. Etwas Paprika. So, dann nehmen wir einen halben Teelöffel Salz und einmal den Pfeffer dazu. So, wir nehmen die Paprika-Würfel. Könnt auch rot nehmen, wenn ihr wollt. Ich habe den jetzt nicht da, ich habe nur grün und gelb. So, und jetzt kommen da noch 700 Gramm Wasser rein. So, ja. 700 Gramm. Und wir setzen jetzt einmal den Mixtopf hier drauf. Den Deckel, Entschuldigung, ich bin so ein bisschen gerade weg. So, und hier tue ich den Porree rein. Ja, ich habe den ziemlich klein geschnitten. Den hätte ich auch vorher im Mixer klein machen können. Aber ich habe es jetzt so gemacht. Lassen da so ein bisschen Löcher drin, damit der Dampf rausströmen kann. Und stelle das jetzt hier unter meiner Abzugshaube. Und das geht jetzt für 15 Minuten Varoma auf Linkslauf Stufe 1. So, weiter geht's mit unserem Gericht. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Es riecht schon, ich würde sagen, wunderbar. Ja. Jetzt kommen rein 120 Gramm Bulgur. Ich muss dazu sagen, dieses Gericht ist eigentlich für zwei Personen und wird mit Brokkoli gemacht. Ich habe das jetzt total umgewandelt.
Ja, weil ich eben kein Brokkoli da hatte und Porree und Karotten da hatte, Paprikaschoten, deswegen habe ich das so ein bisschen umgewandelt. Und jetzt, wie gesagt, 120 Gramm oder 150 Gramm. Hoppla, jetzt habe ich schon 180 Gramm Bulgur drin. Ja, ich mache mal noch ein bisschen rein. 200 Gramm. So. Ich hoffe, es ist genug Wasser, ja. Ansonsten, nein, es scheint gut zu sein so. So, den Lorbeerblatt mache ich noch rein, ja. Zwei Stück. Und wir setzen wieder unseren Porree drauf, lassen das schön mitkochen hier oben. Und das geht für 10 Minuten, Varoma, Stufe 1. Werde schauen, ob der Porree dann schon gar ist, ansonsten lasse ich das nochmal so für 5 Minuten. Aber länger auch nicht, weil der Bulgur dann auch gut ist. Natürlich im Linkslauf, ja? Okay, den Varoma habe ich schon mal abgenommen. Muss dazu sagen, da ich das ja jetzt, ich sag mal, mehr gemacht habe, es sollte ja nur für 2 Personen sein, habe ich gemerkt, also 700 Gramm Wasser war jetzt doch ein bisschen zu wenig gewesen, weil der Bulgur ja das Wasser aufgesaugt hat. Also, wenn ihr das machen solltet, dann nehmt bitte, ich würde sagen, so um die 900 Gramm Bulgur. Quatsch, 900 Gramm Wasser. Das müsste reichen, das wäre dann auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen flüssiger, ja? So, jetzt kommt noch der gegarte Porree hier rein. So. Euch mal etwas näher dazu, dann könnt ihr das auch besser so sehen. So könnt ihr das, glaube ich, besser sehen. Das rühre ich jetzt alles um. Ich werde jetzt nachträglich von der Gemüsebrühe mir dann noch ein bisschen Wasser kochen und das noch nachträglich reinmachen, weil das ist sonst, ja, es könnte ein bisschen flüssiger sein. Aber wer es mag, der kann das natürlich auch wunderbar so essen, ja? So, Lorbeerblatt hole ich mal raus. Na? So. Und werde das jetzt einmal auf einem Teller geben. Also ich finde, das ist so auch schon toll. Also man muss nicht unbedingt, man muss nicht unbedingt mehr Wasser reinmachen, ne? Also wenn, dann macht man, ja, vielleicht nur so 100 Gramm mehr. Ihr habt gesehen, es ging ziemlich schnell. Also ich würde da auch noch Parmesankäse reinmachen und natürlich ein bisschen Chili. Für mich fehlt noch etwas Salz. Das werde ich auch noch nachträglich reinmachen. Aber sonst, also vom Geschmack her, alles gar geworden. Wie gesagt, ich muss auf jeden Fall da noch etwas Salz reintun. Ja, ich hoffe, mein Film hat euch gefallen. Ich verabschiede mich hier und wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Tschüss.